Und wir fahren dahin heute über Merseburg, Weißenfels, Naumburg, machen einen kleinen Abstecher in das kleine Örtchen. Oh! Hä? Das war doch ein Elektrobike. Vergiss es! Junge, so klein ist am Rückspiegel! Das Auto kriegt noch die Titte, Junge, das wächst noch! Ja, läuft die nun oder nicht? Jetzt ist sie wieder an, aber eben war sie aus. Na gut, dann erzähle ich es eben nochmal. Erstmal herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen. Ja, war gerade bei Luis. Hab nochmal die Knieschleifer umgetauscht, die ich mir letzte Woche geholt hatte. Ich hatte mir ja auch letzte Woche hier die neue Kombi geholt. Da sind jetzt Knieschleifer dran. Sehen recht witzig aus, die ich jetzt hier habe. Und ja, ansonsten unser Ziel ist heute wieder das kleine Robotercafé, wo die Biker sind. Unter anderem, da werde ich eine Tasse Kaffee schlürfen, ein Stück Eis essen oder sowas. Und wir fahren dahin heute über Merseburg, Weißenfels, Naumburg, machen einen kleinen Abstecher in das kleine Örtchen, wo meine erste große Liebe war. Nicht meine erste Liebe, aber meine große, erste große sozusagen. Die ist ja, wohnt da schon lange nicht mehr, aber bin mal gespannt, ob ich den Weg dahin noch finde. Ist von der anderen Seite heute. Also sonst bin ich immer von Naumburg gekommen. Freiburg, Naumburg. Und dann in das kleine Kaff. Heute kommen wir von der anderen Seite. Naja, mal sehen. Bin gespannt. Ja, ansonsten halt wollte ich halt das schöne Wetter ausnutzen. Was heute... Spurinnen, ein ganz komischer, Alter, die hat es mir jetzt leicht zur Seite gewedelt. Ansonsten wollte ich halt das schöne Wetter heute ausnutzen. Sollte meiner Meinung nach, war eigentlich mein Infostand war, am Samstag schlechtes Wetter und am Sonntag gutes Wetter. Oder besseres Wetter. Ja, nun ist es umgedreht, ist heute schönes Wetter und morgen soll es regnen, 90% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, dann habe ich mich heute aufs Bike geschwungen, bin natürlich etwas unvorbereitet, deswegen auch immer der Blick zur Kamera, weil die Akkus jetzt eine Woche rumgelegen haben sozusagen und ich wollte sie eigentlich heute für morgen aufladen. Tja, Aufladezeit so ungefähr 2 Stunden, kannst du rechnen für einen nicht ganz leeren Akku. Wenn die leer sind, dann brauchst du 3 Stunden. Und hab's das halt natürlich jetzt nicht mehr geschafft in der Zeit. Also, und dann wäre ich heute Abend. Ich habe 4 Akkus. Und dann wäre ich heute Abend um 12, nachts um 12 losgefahren, Alter. Numa, 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 ei, chipul tău și dragostea.
Eigentlich wollte ich ja zum Kyffhäuser fahren, aber das lohnt sich heute nicht mehr. Ich meine, gut, ja, ob ich da nur eine Stunde, aber es ist halt wegen meinem Handgelenk, genau, das habe ich euch, habe ich es euch schon erzählt oder noch nicht, weiß es nicht, erzähle ich es halt nochmal. Mein Handgelenk ist ja auch in Mitleidenschaft gezogen. Zu viel malocht auf der Baustelle und ja, im Fitnessstudio dann auch noch den Rest gegeben. Also mein Handgelenk ist leicht überlastet irgendwie. Es tut weh. Ich habe da jetzt auch eine Bandage noch drum gewickelt. So eine Boxbandage. Ich weiß, die habe ich halt von früher noch. Und habe die jetzt drum gewickelt. Ist natürlich auch nicht gerade geil fürs Fahrgefühl sozusagen, fürs Gefühl im Handgelenk. Aber es ist ja auch wieder blöd, dass es halt meine rechte Hand ist. Und die rechte Hand auf dem Motorrad ist ja sowieso immer mal ein bisschen in Mitleidenschaft. Die hat ja sowieso viel zu tun. Die linke kannst du immer mal wegnehmen, ausruhen. Und die rechte halt nicht. Ist halt kacke, weil ich keinen Tempomat habe. Mein nächstes Motorrad, wenn es was haben muss, dann Tempomat und Kurven-ABS. Das wäre schon geil, aber ich denke mal, ja, wenn es wirklich mein Traummaschinchen wird, die BMW S1000RR, wenn es die werden sollte, wenn ich es irgendwann mal geschafft haben sollte, dann hat die das. Dann hat die Tempomat, APS, Kurven-APS, das volle, tolle Programm. Das ist einfach nur, ich weiß nicht, Bikes sind doch nicht da, als Fotomodell zu stehen. Die wollen gefahren werden, die Kisten. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und ich habe dann, am Anfang dachte ich auch, hey, ich hatte ja da auch so ein paar Biker-Babes dann gefollowt, aber wieder entfollowt, weil es ist einfach nur langweilig. Aber es passiert ja nichts. Du siehst nur die Tussis. Hi. Du siehst nur die Tussis, du siehst nur das Bike. Oh. Hä? Das war doch ein Elektrobike. Das war doch ein E-Bike, oder? Ich habe keinen Auspuff gesehen. Und das hat so komisch geschnurrt. Ja, das ist ein E-Bike. Ja, die Dinger ziehen natürlich schon ab, aber ich weiß nicht. Leute, E-Bike, ehrlich jetzt? Ich will den Sound hören. Oh, ich sehe nichts, Alter. Ah, da ist auch noch eine Ampel. Ich gucke hoch in den Mond und da beide rechts. Ich will den Sound vom Motor hören, Alter. Ich meine, geil sah die Kiste schon aus, also kann man nicht meckern. Und die zog auch gut ab. Ja, die Dinger haben ja ein ganz anderes Drehmoment mit ihrem Elektromotor als wir mit unseren, aber trotzdem brauche ich dieses Motorengeräusch, was hinten aus dem Auspuff rausschallert, als gäbe es keinen Morgen. Du musst die Power hören, nicht summen. Er steht. Ihm tut der Arsch weh vom Sitzen oder was? Boah, ey, jetzt kommt schon wieder so ein Käferauto, Alter. Solche. Da kommen sie mit ihrem Mini Cooper oder was, irgendeiner Scheißkiste. Drängeln hinten, verstehst du? Alter, solche Affen. Solche Na warte, die blockiere ich jetzt erstmal. Die können ja 80 fahren. Diese Pisser. Nein, scheiße, wir haben ja hier Doppelstraßen. Können sie überholen.
Vergiss es! So ein Affe, Alter, ich lach mich kaputt. Was soll das für eine Aktion sein? Fährt auf und drängelt. Und jetzt wollt er mich überholen, Alter. Ich geh rein. Junge, so klein ist er am Rückspiegel. Ey, ich sag mal, wenn das der Gelbe gewesen wäre oder sowas vorhin, der hier weggefahren ist. Aber doch nicht der mit seinem Mickey-Maus-Auto. Junge, von was träumt er nachts, Junge? Der Spinner. Das kann doch nicht, das ist doch ein Witz. Das Auto kriegt noch die Titte, Junge, das wächst noch. Und er will hier schon drauf treten und ein Bike abhängen, Alter. Mit seinen, was weiß ich, 50 PS. Da kommt er wieder angeballert hinten. Da ist er wieder im Rückspiegel. Er bleibt gleich links, Junge. Der Affe, der wird eh gleich wieder kleiner im Rückspiegel. Das Mickey Maus Auto. Guckt's euch an, Alter. So ein Fingerhut. Komm, wir gucken mal. Ach, das ist eine Tussi, Alter. Umso schlimmer, Junge. Die hat bestimmt gedacht, ey, dem Biker-Typen, Junge, den zeige ich jetzt hier, wo der Hammer hängt. Mit meinem Mickey Maus Auto. So, mal hier wieder ein bisschen gesittet fahren. Jetzt hat es wohl aufgegeben oder was? Ein Witz. Ich hau mich weg. Ach Mann, es ist so schön, um wahr zu sein. Naja gut, wir müssten jetzt ja kurz vor Weißenfels sein. Wollen wir uns mal vorbeilassen, damit sie sich freut. Und dann heute Abend in ihrem Hegelkurs erzählen kann, ey, ich habe ein Bike abgehängt. Gucke hier, gucke da. Putzteufel, Salzatal, Junge. Zieht ab, Junge, wie Hecke. Das Ding geht. So, das Ding kannst du doch nicht mal Auto nennen, Alter. Guck mal, wie sie drauflatscht. Wir müssen bloß jetzt irgendwie aufpassen. Irgendwo muss ich auch runter Richtung Naumburg.
auch hier mal den Blick genießen.